Und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt, und zwar zu Ankh! Ganz genau, Ankh ist das neueste Projekt auf meinem Kanal. Ein tolles Adventure-Game aus dem Jahre 2005 habe ich für euch aus den tollsten Schatzkammern rausgeholt. Und das Adventure-Game gehe ich mit euch jetzt durch. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Und ich bin mal still, weil jetzt kommt ein großes Intro. Bis gleich. Wir sind fast da. Dort vorne müssen wir nach links. Passt auf die Fußfallen auf. Hier hinauf. Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asil. Gib mal ein Bier rüber. Verdammt. Wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt. Haben keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Du hast mein Grab entweiht! Das macht dann bei 6 kaputten Urnen einen Verweis! Nee, 7. Oh, hoppla. 7? Na, dann ist es ein Todesfluch! Na, dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. What a play of light and shadow, the city's just waiting for you. Raped in trees and tasty scorpions under the eye of the sun. Left to the Nile and right by the desert, that's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Worship the pharaoh, go meet the crocodile. Feeling lonely? By a slave in the city down by the Nile. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Kapitel 1, Audienz mit Hindernissen. Und das heißt, es geht somit jetzt los mit dem Spiel Ankh. Ich wünsche viel Spaß. Oh, da kommt noch ein Szenario. Dann bin ich mal still. Asil, hast du gestern meinen Schlüssel mitgenommen? Ja, also... Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet, eine Woche Hausarrest. Eine Woche? Vater, vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach, das ist zwecklos. Ja, das sehe ich auch so. Und ich denke, dann geht es jetzt los. Also wir haben einen Fluch bekommen von einer Mumie und wir müssen gucken, dass wir den jetzt wieder loswerden. Verdammt! In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Gute Frage, nächste Frage. Huch! Guter Wurf, Matschauge. Los, steig ein! Ich?
Nein, geh du zuerst. Na also, so könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Ja, und das heißt dann in dem Sinne, dass es hier losgeht. Ich glaube, ich habe das ganze Fenster hier ein bisschen zu groß gemacht. Man sieht hier unten gar nicht genau, was da steht, aber das macht ja, denke ich mal, nichts. Oh, wir haben hier ein Plakat. Dann schauen wir uns das mal an. Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Also wir wissen, dass hier oben irgendwo ein Fenster ist, wo wir durch können. Nimm schmutziges Hemd, wenn wir das können. Da ist ja ein Silberstück drin. Das könnte sich als nützlich erweisen. Genau. So, ich glaube, hier müssen wir gar nicht erst viel betrachten. Können wir hier uns was noch nehmen? Oh ja, da ist ein Pinsel. Vielleicht könnten wir diesen Pinsel ja gebrauchen. Hey, die Vase hat den Mechanismus der Tür gelöst. Oh, wir können froh sein, dass die nicht runtergeknallt ist. So, wir haben jetzt also hier ein schmutziges Hemd, ein Silberstück und ein Pinsel ohne Borsten. Ja, ihr seht das jetzt vielleicht ja nicht ganz, aber dafür sehe ich das hier. Dankeschön, das hat richtig schön geknallt. Teures Gewand. Oh je, ob das so eine gute Idee ist? Den Kleiderbügel nehme ich auch noch mit. Vater hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir kurz ausleihe. Also das Fenster war wohl oben. Was passiert, wenn wir hier durchgehen? Da kann ich jetzt nicht hin. Ja, stimmt, weil da ist ja der Vater. Von daher... Hallo, gehst du jetzt mal hier? Oh. Übrigens, ihr seht ja hier diese Kette von dem Asyl. Was auch ein Flaschenöffner sein soll, laut ihm. Da fragt euch sicherlich, was ist das für eine Kette? Das ist das Ankh. Und das soll, so viel ich mal gehört habe, soll das böse Geister, ja, also soll das vor bösen Geistern bewahren. Ich habe da aber auch keine genaue Information und habe da auch wirklich kaum Ahnung von daher... Ah, okay, da ist das Fenster. Mein Weg nach draußen. Nur wie komme ich dorthin? Pass auf, ich habe eine Idee jetzt. Die könnte ganz bescheuert sein, aber ich könnte mir denken, dass wir das schmutzige Hemd hier mit dem teuren Gewand verbinden müssen. Vielleicht funktioniert das ja. Das kann ich als Seil benutzen. Dann müssen wir das nämlich hier, glaube ich, an diese Pflanze hängen. Kann sein, ich weiß es nicht. Freiheit, ich komme. Na dann. Wuhu! Keine Sorge, Matschauge. Ich glaube nicht, dass uns da drin Gefahr droht. Oder vielleicht doch? Entschuldigung. Was geht denn da drin vor? Da solltet ihr lieber nicht reingehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Aber wir sind doch finstere Meuchelmörder. Genau. Gestern erst haben wir das Diplom erhalten. Na, dann meucheln wir wenigstens erstmal dich. Du gibst sicher eine prima Aufwärmübung ab. Okay, jetzt haben wir hier mehrere Arten, mit denen zu kommunizieren. Und zwar, werden euch Witzfiguren denn arrangiert? Oh, bitte tut mir nichts. Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Tut mir leid, ich hab's eilig. Kann man in diesem Adventure eigentlich sterben? Wie gesagt, ihr seht das jetzt hier nicht, aber dafür sehe ich das und kann das für euch auch vorlesen. Und wenn ihr euch fragt, warum das hier so ein bisschen komisch aussieht, ich habe die Einstellungen an... ein klein wenig runtergeschraubt, damit das alles auf flüssig läuft mit Camtasia. Und ja, deswegen kann das wahrscheinlich sein, dadurch, dass ich die halt runtergesenkt habe, dass ihr nicht alles seht und dass das hier halt ein klein wenig pixeliger aussieht. Aber ich frage erstmal, kann man in diesem Adventure überhaupt sterben? Mich würde erstmal interessieren, kann man in diesem Adventure eigentlich sterben? Die Entwickler lassen sich eher von den Klassikern inspirieren. Von daher meistens nicht. Dann weiß man das ja. Und sind die Charaktere gut aufgebaut? Wird der Plot auch realistisch sein? Und die Charaktere gut ausgearbeitet? Jetzt reicht's aber. Das musst du schon noch selbst herausfinden. Na, das werden wir noch. Werde ich eine Komplettlösung brauchen? Ach, wer braucht schon Lösungen? Und wer braucht eigentlich überhaupt Handbücher? Ich bin ein Typ, der spielt die ganzen Spiele überhaupt sowieso ohne Handbücher. Also muss ich Schieberätsel und Klangrätsel lösen? Muss ich Schieberätsel und Klangrätsel lösen? Wer würde so langweilige Rätsel verwenden, außer um Zeit zu schinden? Na dann. Und wie kann ich mir irgendwie die Lösungswege verbauen? Und kann ich mir irgendwie die Lösungswege verbauen?
Solange die Entwickler nicht geschlampt haben, ist es nicht mal nötig abzuspeichern. Machen wir aber. Obwohl, das solltest du trotzdem ab und zu tun. Ja, das sollten wir auch machen, weil gerade wenn ich aufnehme, und ihr wisst ja, jede Folge kommt innerhalb einer Woche, dann würde ich mal sagen, fein, dann mal los. Fein, dann mal los. Gut. Also wo waren wir? Ach ja, umbringen. Müssen wir? Ach, ihr müsst gar nichts. Da würde ich mal fragen, wer hat euch Witzfiguren denn arrangiert? Wer hat euch Witzfiguren denn engagiert? Das war der Pharao. Psst, Mann. Aber wenn wir ihn doch eh töten? Müssen wir? Nö, müsst ja nix. Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Uns loswerden? Wir wollen doch dich loswerden. Aber ich denke, wir würden uns ausnahmsweise darauf einlassen, dass du dich freikaufst. Sagen wir, für 20.000 Silberstücke. Wie hört sich das an? Ho, was für ein Hurra-Preis hier, aber ja gut. Ich habe nur ein einziges Silberstück. Ich habe nur ein einziges Silberstück. Na gut, jeder fängt mal klein an. Vielen Dank und schönen Tag noch. Wir haben hier noch zu tun. Der Jans toll. Was habe ich getan? Ich muss mir mein Silberstück zurückholen. Ich glaube nicht, dass er uns das so einfach wiedergibt. Du schon wieder. Ja, wir wollen das Silberstück zurück. Hey, gebt mir mein Silberstück zurück. Auf keinen Fall. Jetzt können wir uns endlich was zu essen holen gehen. Aber wenn wir gehen, dann könnte doch der Pyramidenbauer flüchten, oder? Stimmt. Was für eine unangenehme Situation. Wie können wir zur gleichen Zeit fortgehen und hierbleiben? Oh, meine Güte. Ja, hier, diese Antwort ist doch gut. Mann, ihr seid zwei Kerle. Einer könnte gehen und einer bleibt hier. Also jetzt schau dir doch mal Matschauge an. Er würde alles allein aufessen und mit leeren Händen zurückkommen. Aber ihn hier allein rumstehen lassen? Der würde den Pyramidenbauer übersehen, sogar wenn er ihm auf die Füße treten würde. Okay, also hier dieser komische, hässliche Affenfratzenkerl da hält den Kerl, der Matschauge heißen soll, für ziemlich dämlich. Naja, sieht ja auch schon danach aus, ne? Gott, ey. Kein Problem, ja, geht schlimm und ich halte die Stellung. Machen wir das mal. Kein Problem. Ihr zwei geht schlimm und ich halte die Stellung. Du magst ein guter Fensterspringer sein. Aber bist du auch ein guter Kehlenschneider? Ich glaube nicht. Boah, in alles was zu nörgeln hier. Ja, komm, ich geh euch was zu essen holen. Ich könnte euch etwas zu essen holen. Oh, das würdest du tun? Uns ein leckeres Sandwich bringen? Ja, klar, komm. Guten Menschen helfe ich doch gern. Ja, komm. Guten Menschen helfe ich doch gern. Fein. Nun geh. Boah, was für eine mickige alte Knospenscheiße du bist. Okay, also wir wissen jetzt schon mal, wir müssen denen ein Sandwich besorgen. Das ist somit die erste Aufgabe. Dann wollen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Also wir haben in unserem Inventar einen Pinsel ohne Borsten und einen Kleiderhaken. Wofür wir den Kleiderhaken und den Pinsel ohne Pinsel ohne Borsten gebrauchen können, keine Ahnung. Betrachte Hauseingang. Oh, da kommt Szenario. Dort oben ist er. Der Palast des Pharao. Da muss ich hin. Ja, erstmal gucken, vor lauter Lachen da hinzukommen. Höhle des Löwen wäre gerade eine Untertreibung für diesen Raum. Das Weiße soll wohl ihr Schatten darstellen. Okay. Oder kann sein, durch die minimale Einstellung. So, wollen wir mal auf den Bazar gehen? Und ich sehe gerade, wir sind über 15 Minuten mittlerweile drüber. Aber wir können ein bisschen überziehen durch das ganze Intro. Oh, der Bazar sieht aber ganz schön aus. Und das Spiel ist eigentlich auch ganz schön. Also die Grafik. Okay, ihr denkt jetzt vielleicht, gut, ist nicht so toll, weil ich die Einstellung runtergeschraubt habe. Willkommen, junger Mann. Willkommen auf dem großen Bazar. Ich bin Vulkan. Man könnte mich einen Fremdenführer nennen. Wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wende dich einfach an mich. Ich kenne den Bazar wie meine Westentasche. Ja, das freut mich. Wie gesagt, ich habe die Einstellung etwas runtergeschraubt. Das könnt ihr auch sehen. Ansonsten sieht das ein bisschen besser aus. Kannst du mir zeigen, wie es zum Palast geht? Kannst du mir zeigen, wo es zum Palast geht? Gehe einfach durch den Bazar und halte dich dann links. Gut, können wir uns merken. Kannst du mir sagen, wie ich zum Pharao komme? Kannst du mir sagen, wie ich zum Pharao komme?
Zum Pharao? Ich glaube nicht, dass dich diese aufgeblasenen Wachen einlassen werden. Die spielen sich immer ziemlich auf. Aber letztens haben wir sie ganz schön rennen sehen, die Angsthasen. Auch sie scheinen sich also vor irgendwas zu fürchten. Na, wir werden schon herausfinden, wovor. Wo gibt's hier was Leckeres zu essen? Wo gibt's hier was Leckeres zu essen? Im unteren Markt, rechts neben dem großen Platz, gibt's Fischburger. Die sind ganz in Ordnung. Und wenn du Wein magst, den gibt es an der Treppe zum großen Platz. Ja gut, dann war's das mal, ne? Vielen Dank. Bis später. Oh, kein Problem, mein Freund. Ja gut, ich bin zwar nicht dein Freund, aber wie du es auch sagst. Huch, ist das nicht die Frau, Dame, Mädchen da eben im Intro gewesen? Ja, genau die. Guten Morgen, Asil. Nett, dass du mal vorbeischaust. Wow, was ist denn mit deiner Hand passiert? Das ist ja eine starke Tätowierung. Dabei war die noch dabei und wusste das. Das ist gestern in der Pyramide passiert. Hallo, klingelt's noch mit dem Todesfluch. Ich weiß, was du diesen Sommer getan hast. Nimm mal das mal. Ich weiß, was du diesen Sommer getan hast. Tja, da war schon einiges los gestern. Trotzdem, die Mädels werden auf dich fliegen. Nur eben nicht mehr sehr lange. Wow. Ja, hier, die Antwort passt. Immerhin tröstet mich dein unendliches Mitgefühl. Jetzt jammer mal nicht so. Mein Großvater Al-Ukam, der Grabräuber, hat in seinem Leben angeblich knapp 27 Flüche abbekommen. Ja, das interessiert mich nicht. Kannst du mir helfen, den Fluch loszukriegen? Kannst du mir helfen, den Fluch wieder loszuwerden? Dir helfen? Moment, das hieße, versuchen in den Palast zu gelangen, sich vermutlich mit dem Pharao anlegen und danach möglicherweise noch Streit mit den Göttern bekommen? Lass mich noch kurz überlegen. Nein, danke, bei aller Freundschaft. Außerdem kann ich hier sowieso nicht weg. Das Geschäft meines armen, kranken Vaters wäre ruiniert. Willst du vielleicht etwas kaufen? Ja, danke, was bist denn du denn für eine Freundin, ey? Du kannst mir mal am Arsch knutschen hier. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Wer sich schon fragt. Ich habe hier getrocknete Klapperschlangen aus Abu Simbel oder die tollen Kleopatra-Duschvorhangringe und ganz neu die Sphinx-Heckenschere. Ja, da hört sich ja alles nicht besonders brauchbar an, aber ich frag mal nach. Ich nehme die Heckenschere. Oh, warte, da wurde gerade das letzte Exemplar verkauft. Ja, ganz toll. Dann diese Duschvorhangringe. Duschvorhangringe wollte ich schon immer haben. Einen Moment bitte. Oh, ich glaube, die sind alle reserviert. Oh Kind, du machst dich aber langsam sehr unbeliebt bei mir. Getrocknete Klapperschlangen? Warum nicht? Ich sehe gerade, die könnten schlecht geworden sein. Ja, warum bietest du mir die ganze Scheiße denn überhaupt an? Kein Wunder, dass euer Laden pleite geht. Ja. Naja, die richtig guten Sachen habe ich dir jetzt mal nicht angeboten, wie zum Beispiel die Schatzkarte, denn du hast ja sowieso kein Geld. Eine Schatzkarte? Sie führt zum großen Schatz der Wüste, aber leider ist sie so gut wie unverkäuflich. Warum? Weil sie so wertvoll ist, dass du mir einen ganzen Haufen Gold dafür geben müsstest. Also ich hasse Leute, die sich irgendwie ausspielen und sagen, oh, du hast ja eh kein Geld. Oh, ich hoffe, dieser Frau werden wir so schnell nicht mehr begegnen. Oh, ich nehme mal diese Antwort hier. Um die Qualität zu prüfen, müsste ich natürlich erstmal einen Blick darauf werfen. Netter Versuch. Oh, wie schade. Ja gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Kein Problem, das Gold treibe ich schon auf. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, sei das mal. Wir werden uns so schnell wahrscheinlich eh nicht mehr sehen. Huch, was können wir denn da mitnehmen? Leere Medizinflasche. Ja, dann nehmen wir die mal. Weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber egal. Kommen Sie ins neue Familienparadies Gizeh. Machen wir gerne mal, wenn wir da hinkommen. Die Bootsfahrt mit dem gewissen Etwas. Nimm das Flusstaxi. So, ich sehe gerade, wir sind fast eine halbe Stunde dran. Können wir mit dem Kerl reden? Ja, dann würde ich sagen, reden wir noch mit diesem Schneider. Und dann würde ich sagen, war es das auch von der ersten Folge. Oh, hallo, schönes Mädchen. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Wie wäre es mit einem charmanten Sommerkleid? Oder vielleicht eher etwas Rustikaleres? Ich habe auch Unterwäsche vorrätig. Höschen, BHs, alle Größen. Ich habe sogar eine Umkleidekabine. Ein Teil, das perfekt zu dir passen würde, wäre... Halt! Was? Ihr müsstet jetzt gerade mal mein Gesicht sehen. Ich bin kein Mädchen, Dummkopf. So, das passt. Ich bin kein Mädchen, Dummkopf. Kein Witz? Nein.
Teufel auch. Und ich dachte, der Optiker des Pharao hätte die richtige Brille für mich gefunden. Ich bitte um Verzeihung. Ich werde nicht mehr Mädchen zu dir sagen. Dame ist sicher passender. Boy, ich hab gerade den richtigen dran im Kerl eine volle Kanne auf die Fresse hauen. Mann, du solltest lieber deinen Optiker besuchen, bevor was Schlimmes passiert. Du solltest lieber einen Optiker besuchen, bevor was Schlimmes mit dir passiert. Gestern ist leider schon was passiert. Ich bin rübergegangen zum Obststand, um mir ein paar leckere Melonen zu kaufen. Und plötzlich, als ich die Melonen geprüft habe, naja, es stellte sich heraus, dass es gar keine Melonen waren, sondern die, du weißt schon, der Marktfrau. Naja, wie auch immer, meine Wange hat noch Stunden wehgetan. Oh, meine Güte. Ich sehe ja gar keine Kleidung, nur Stoff. Ich sehe hier gar keine Kleidung, nur Stoff. Ja, mein Schneidergeschäft ist gerade in einer kleinen Krise. Entweder meine Talente als Schneider haben irgendwie nachgelassen oder die Schere ist Mist. Oder beides. Das gibt's sogar als Antwort. Wie geil. Oder beides. Jetzt hör mal, ich bin ein großartiger Schneider. Ich habe schon viele großartige Kleider für die Pharaonin geschneidert. Und sie mochte sie. Obwohl ich ihren Stil, ehrlich gesagt, etwas maskulin finde. Er meint doch wohl den Pharao. Und das ist keine Frau, du Blindfisch. Der Pharao ist keine Frau, du Blindfisch. Wie willst du das denn wissen? Hast du sie überprüft? So etwas hätte ich von dir wirklich nicht erwartet. Boah, ey. Wir müssen schnellstens gucken, dass wir mit dem Typ fertig werden. Was ist mit der Schere? Was ist denn jetzt mit der Schere? Also, um ehrlich zu sein, ich denke, sie ist stumpf. Jemand müsste sie mal wieder schleifen. Ja, komm, dann gib sie her. Das ist genau meine Aufgabe. Das ist großartig. Hier ist die Schere. Ich bin zum Schleifen immer runter an den Nil gegangen, als ich noch etwas gesehen habe. Ja, als du noch etwas gesehen hast. Du solltest mal zum Optiker gehen. Hier viel Mann, ne? Würde dir bestimmt helfen. So, das war's dann auch an der Stelle von der allerersten Folge Ankh. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche zur zweiten Folge wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss und schönes Wochenende. Euer DJ Deadman. Bye, bye.